Guten Tag, schön, dass ihr wieder da seid, hier bei den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin der Pimin und habe wieder vier Themen für euch am Start. Das Remaster zu GoldenEye 007 liegt offenbar auf Eis, Nordic Games kauft Supermassive Games, Sony übernimmt die Haven Studios und The Last of Us Remake erreicht Goldstatus. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es etwas Neues von uns gibt. Jetzt viel Spaß mit den News. Nachdem Anfang des Jahres GoldenEye 007 vom Index gestrichen wurde, war der Weg frei für eine Neuauflage. Da brauchte es nicht lange, bis sich heiße Gerüchte rund um einen Remaster zum N64-Klassiker aus dem Jahre 1997 rankten. Doch jetzt, bevor es überhaupt offiziell angekündigt oder bestätigt wurde, sind da lediglich mal so ein paar Achievements bei Xbox aufgetaucht. Könnte es schon wieder stocken? Laut dem wohl bestinformierten Leaker und Insider Jeff Grubb liegen die Arbeiten am Remaster aktuell auf Eis. Grund ist der Krieg in der Ukraine. Zudem scheint es unklar, ob und wann die Arbeiten daran überhaupt fortgesetzt werden. Hoffen wir einfach mal für alle Beteiligten das Beste. Mit The Quarry erschien erst kürzlich der neueste Survival-Horror-Titel aus dem Hause Supermassive Games. Beim Entwickler hinter Until Dawn und der Dark Pictures Anthology stehen nun aber auch größere Veränderungen an. Der englische Entwickler wird von Nordisk Games aufgekauft. Das dänische Unterhaltungsunternehmen besaß seit März 2021 30% der Anteile. Nun wird auf 100% aufgestockt. Man habe eine aufregende und ehrgeizige Wachstumsstrategie für Supermassive Games, die durch die Beteiligung von Nordisk Games nur noch verstärkt wird. Supermassive Games ist damit der dritte Entwickler im Portfolio des Unterhaltungsunternehmens nach Raw Fury und Mercury Steam. Und auch Sony hat ein weiteres Studio übernommen. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Entwickler, sondern um Haven Studios, dem Studio von der ursprünglichen Assassin's Creed-Schöpferin. Der Schritt kommt dabei aber alles andere als unerwartet. So hat Sony schon im März 2021 verlautbaren lassen, eine komplett neue Spielmarke der Haven Studios zu finanzieren. Ein Jahr später wurde publik, dass man vorhabe, das ganze Studio kaufen zu wollen. Und genau das wurde nun durchgezogen. Um welche neue IP es sich bei dem vermeintlichen neuen Projekt handeln soll, ist noch nicht bekannt, außer dass es sich um einen AAA-Multiplayer-Titel für die PlayStation 5 handelt und auf Cloud-Innovationen zurückgreift. The Last of Us ist ohne Frage eines der besten Spiele, was in den letzten Jahren erschienen ist. Der erste Teil hat inzwischen auch gut 9 Jahre auf dem Buckel, also kein Wunder, dass dem Action-Adventure von Naughty Dog ein Remake spendiert wird. In den Zeiten von den ganzen Verschiebungen ist es umso erfreulicher zu hören, dass der Titel mittlerweile den Goldstatus erreicht hat. Heißt, es ist soweit fertig und wird für die geplante Veröffentlichung am 2. September auf der PlayStation 5 vorbereitet. Allerdings ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Zu großem Unmut vieler Fans wird das Remake nochmal als Vollpreistitel erscheinen, was viele verständlicherweise gar nicht gut finden. Aber auch gegenüber diesen Geldgiervorwürfen hat sich ein Entwickler zu Wort gemeldet und unterstrichen, wie viel Aufwand für das Remake betrieben wurde. Lassen wir uns einfach mal vom Ergebnis überraschen. Das war's wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Bis morgen. Servus.